Schulter an Schulter, alles dafür tun, dass wir diesen Krieg gewinnen. Gemeinsam. Slava Ukraini! Herzlichen Dank an die allen Vorredner. Das sind wahre Worte, fantastische Unterstützung. Und ich möchte auf der Bühne nochmal offiziell noch weitere fantastische, starke Unterstützung. Es ist ein trauriger Anlass und ein tolles Bild. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wo so viel Unrecht, so viel Grausamkeit in ihrer Heimat, in der Ukraine geschehen ist, ist die UN gegründet worden, die Vereinten Nationen. Ukrainer, ein tolles Bild von hier oben und es macht schon stolz, wenn man weiß, wie viele heute hierher gekommen sind und für die Ukraine, für Freiheit, für Demokratie, für Frieden zu demonstrieren. Aber diesen Frieden kann es eben nur in Freiheit und Demokratie geben. Und das ist der große Unterschied zu denen, die da irgendwo anders in München demonstrieren. Da finden sich im Übrigen Leute zusammen, ich nenne es mal Romantiker, so will ich es sagen, die vielleicht denken, Mensch, da könnte irgendwie, man muss doch nur miteinander reden und da kann es irgendeine Lösung geben. Diese Lösung wird es so nicht geben. Und deswegen ist es wichtig, laut zu sein und zu demonstrieren. Und deswegen ein herzliches Dankeschön an euch, dass ihr heute hier seid. Salva Ukraini, alles Gute, Gottes Segen für die Ukraine und alle, die sich für die Ukraine einsetzen. Herzlichen Dank. Denn gemeinsam sind wir stark.